Ein Politikerbesuch kann auch lustig sein. So geschehen beim Stopp des sächsischen Justizministers Jürgen Martens auf seiner Erzgebirgstour am 16. März in Schwarzenberg. Von Jörg Bayer bekam der FDP-Mann im Piano den Pass der Freien Republik Schwarzenberg überreicht. Obendrauf gab's Lebensmittelkarten von 1945. Eine schöne Erinnerung für Martens an den Schwarzenberg-Besuch. Eine Erinnerung bleibt auch den Leuten um Jörg Bayer. Als erster Minister hat der Liberale zur Freude aller seinen Namen am Tisch im Künstlercafé eingeritzt. Organisiert wurde die informative Erztour des FDP-Ministers durch Liberale vor Ort. In Schwarzenberg bekam er von den Parteifreunden um Jens Zimmermann außerdem den neuen Schrägaufzug und die von 1690 bis 1699 erbaute St. Georgenkirche gezeigt. Weitere Stationen im Erzgebirgskreis waren für den Justizminister das ehemalige Frauengefängnis Schloss Hoheneck in Stolberg und die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz.